Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, heute geben wir uns das neue Video vom lieben Sascha mit dem wunderbaren Titel Chloe-Karakterlos. Und ich würde sagen, wir schauen zusammen rein. Ich weiß wie immer nicht, was es ist, aber von dem Vorschaubild sah es nach eBay Kleinanzeigen Fails aus, ja. Ich habe tatsächlich gerade auch ein paar Sachen bei eBay Kleinanzeigen eingestellt. Und bis jetzt war noch nicht so weirde Konversation. Aber Leute, die sagen, ja, ich nehm's. Und dann schreibe ich, okay. Dann 3 Tage keine Antwort. Und dann schreiben die ein Fragezeichen. Und ich schreibe, ja, die wollt's doch haben. Also können Sie mir das gerne Geld überweisen, so. Und dann antworten die eine Woche nicht. Und dann fragen sie nochmal, ist es noch da? So richtig, ey, da hat man auf jeden Fall komische Leute am Start. Freunde, ich würde sagen, wir schauen rein. Ich glaube, so müsste es passen, dass wir nichts verdecken vom Video. In dieser Ansicht. Ich bin gespannt. Los geht's. Heute geht es chattechnisch mal wieder drastisch bergab. Luca hat eBay Kleinanzeigen vorbereitet. Das heißt, ich trage gleich Chats vor als Person A und als Person B. Heute müssen wir uns leider anschnallen und gut festhalten. Oh, shit. Ich würde sagen, erster Chat, let's go. Biete hier einen Satz pornöse, okay, 17 Zöller für sportliche Opel-Fahrer an. Die Teile wurden in liebvoller Handarbeit in der Garage mit Sprühdose lackiert. Okay. Eine Felge fühlte sich den Bordstein beim Parken etwas zu sehr hingezogen, daher... Ey, ich hasse das, wenn Leute das so ausschmücken in so einer Geschichte, als ob die so Goethe sind oder so. Das ist einfach, ich schreibe bei meinen Kleinanzeigen bei eBay rein, das ist es, so viel möchte ich haben, Versand möglich, ab die Fahrt. Aber sowas ist so eklig, diese Alter. Etwas unschöne Schramme auf dem Antlitz. Nico? Pass auf! Habe aber noch eine Dose in der Farbe da, die gibt's als Goodie für den versierten Hobbylackierer obendrauf. Mit etwas. Ey, auch sowas versierten Hobbylackierer, da kaufe ich aus Prinzip direkt schon nicht, Mann. Macht mich aggressiv sowas. Wir können diese Hammerteile dein Kfz von einem rostigen Drecksvieh in eine waschechte Zuhälterkarre transformieren. Letzte Preis? Was? Anfragen sind gern gesehen, werden aber gekonnt ignoriert. Ciao mit V. Und jetzt fragen wir uns, was? Wie sehen diese 17 Zöller, diese pornösen 17 Zöller aus? Bitteschön. Sieht man. Dieser Blitz, Alter. Dieser Blitz aufgekontert. Was? Hallo, verkaufen Sie auch die Stiefel dahinter? Hallo, das ist der gleiche Stiefel. Hinter den Stiefeln ist ein Spiegel. Sehr cool, vielen Dank. Schon unterwegs. Wow, das ging schnell. Vielen Dank. Meine Frau sagt mir das auch immer wieder. Und das ist der Moment, Ehrenmann, wo man eine Nachricht eintippt, abschickt und 5 Sekunden später bemerkt, das hätte ich vielleicht doch nicht schreiben sollen. Ehrenmann. Oh! Wenn du beim Scheißen nur 2x Klopapier nimmst und Ehre! Hast du Scheiße in Boxershorts. Das ist eine. Wer den Stream von Monte gesehen hat, er hat sich in seinem letzten Stream oder in einem von seinen letzten Streams alle Weisheiten angesehen und meinte, die sind komplett dulli, eine echte Weisheit wäre, wenn man das nehmen würde. Und Sascha hat dann gesagt, ja, nehme ich nächstes Mal mit rein, hat er reingemacht, Ehre. Wenn du beim Scheißen nur 2x Klopapier nimmst und nicht 3x, hast du Scheiße in der Boxershorts. Das ist eine Weisheit. Ja, Ehre. Kannst du mir einen sehr guten Preis machen? Die Uhr ist für meine Freundin, die sie unbedingt braucht und bald Geburtstag hat. Ich kann noch von 53 auf 43 runtergehen. Dann ist aber Schluss. Danke, aber das ist viel zu viel. Es ist ja für ihren Geburtstag. Aha, und was wäre ein guter Preis? Höchstens 240, weil gebraucht und alte Version. Und dann dachte ich, wir teilen uns die Kosten und schenken es ihr zusammen. Bitte? Ich kenne die doch nicht mal. 120 dann, okay? Ich schreibe dich auf die Karte drauf. Aber wer ist auf der Karte da drauf? Mein RTL! Den Schnäppchentag, Black Friday, kennt ihr mit Sicherheit alle. Ja, natürlich. Doch kaum jemand weiß, dass man sich neben den ganzen riesen Rabatten noch mehr rausholen kann. Ja! Und zwar mit Cashback, mit dem ihr einen gewissen Anteil an Ausgaben euch online leicht wieder zurückholen könnt. Ja, wie soll ich das wieder auswendig lernen? Mit Lettyshops zum Beispiel, einer der größten Cashback-Anbieter in ganz Europa. Diese Product-Based-Tracks, diese Firmen vorgeben, sind aber echt viel zu lang. Immer schafft niemand auswendig. Immer Props, ich gebe immer meinen Respekt, wenn Leute das auswendig können. Also Retalk. Bereits um alles gekümmert und viele attraktive Black Friday-Angebote auf ihrer Homepage für dich gesammelt. Ruhe! Bei einigen bekannten Shops, wie zum Beispiel bei Saturn, Aces oder About You, bietet Letty Shops gerade am Black Friday eine erhöhte Cashback-Rate auf deine Einkäufe bei diesen Shops. Alter, niemals auswendig. Um den Cashback-Bonus zu aktivieren, wähle einfach den gewünschten Shop aus, klicke zum Shop und kauf weiter wie gewohnt ein. Wir bleiben easy. Wenn du dich jetzt schon bei Letty Shops anmeldest, bekommst du für 7 Tage kostenfrei einen Premium-Account, der deine Cashback-Rate auf allen Partnerseiten noch um 30% erhöht. Das heißt zuschlagen! Registrier dich jetzt bei Real Talk, ich mach das glaube ich wirklich jetzt für Black Friday, ist nützlich. Die Shops, shoppe mit Cashback und nutze einfach alles aus, damit dein Black Friday Shopping einfach so günstig und clever wie noch nie zuvor ist. Danke, günstiger, Mann, ist nur kostenlos. Mein RTL! Hallo, was würde denn eine Karte kosten? Machen Sie einen ordentlichen und fairen Preis bitte. Ich habe 102 Euro pro Karte bezahlt, 179 Euro pro Karte, Versand übernehme ich dann per Einschreiben und versichert. Was? Bitte? 102 Euro bezahlt und 180 verlangt? Wo kommen wir denn dahin? Zum Konzert. Aber ey, Real Talk. 100 PS.
euch wieder kurze Gedichtsstimmung. Dankeschön. Rosen sind rot, ein Sideboard geht immer, selbst in China ist das gut für Wohnzimmer. Ehre. Hallo, ich habe Interesse an der Matratze, aber vorab eine Frage, liebe Grüße. Hallo, dann stell deine Frage. Ey, sowas hasse ich auch, wenn ihr mir auf Instagram schreibt mit Flo, ich habe eine Frage. Stellt einfach die Frage. Ich antworte nicht, dann, hey, wie ist denn deine Frage, lieber Matthias? Stellt einfach eure scheiß Frage auf Instagram. Schreibt mich nicht an mit, hey Flo, ich habe eine Frage. Dann lese ich das, antworte nichts, dann kommen drei Fragezeichen zurück. Leute, stellt einfach eure Frage bitte. Nicht böse gemeint, aber ein bisschen böse gemeint. Nochmal. LG Marlene. Ist in dem Bett schon mal jemand gestorben? Oh, das ist aber eine ungewöhnliche Frage. Nein, in dem Bett ist niemand gestorben. Ah, okay. Danke für Ihre Rückmeldung. Dann suche ich weiter. Was? Ey, ich glaube, es gibt alles. Es gibt alles auf der Welt. Es gibt alles auf der Welt. Also, tört mich. Das befriedigt mich gerade anders. Was? Moin, was würde Versand nach Niedersachsen kosten? Kein Versand ins Ausland. MFG. Ja. Ehre auf jeden Fall. Hallo, bist du da? Hallo, ja, hier bin ich. Wie tief kannst du sinken? Ich habe mal meine Ex zu ihrem neuen Lover gefahren, weil ich dachte, zwischen uns könnte vielleicht noch was laufen. Und ihr dann viel Spaß gewünscht. Und Leute, oh an der Stelle Gott, bin ich komplett Bruder. Raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lernbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Oh nein. Okay, Freunde, lasst mal meinem Video jetzt bitte auch einen Daumen nach oben da. Ich brauche es für den YouTube-Algorithmus, es würde mich sehr freuen. Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, war es an der Stelle von mir. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Lasst mir, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Ein Abo, falls ihr es nicht getan haben solltet. Bleibt fresh, so wie immer. Und besucht niemals eBay Kleinanzeigen. Aus eigener Sicherheit. Gut, das war's von mir, Freunde. Ciao.